Hey Leute, willkommen zurück zu Last Epoch. Wir schauen uns heute das Crafting noch mal ein bisschen mehr im Detail an. Ich hatte ja ganz am Anfang mal kurz ein Video das mal angesprochen. Ich hatte da auch noch keine Ahnung von. Aber ich hatte mir auch so überlegt und es wurde auch schon in Kommentaren danach gefragt, dass ich das dann vielleicht noch mal so in den Grundzügen erkläre und das vielleicht so übersetze, dass man es auch versteht. Weil generell dieses Crafting in diesem Spiel funktioniert schon sehr anders als in anderen Spielen. Gut. Und wo fängt man da an? Natürlich, bei den Items, wie die aufgebaut sind. Zum einen haben wir hier jetzt zum Beispiel bei den Schuhen Obenwerte und Untenwerte. Die oberen Werte beziehen sich quasi auf bestimmte Items. Die sind dann immer soweit fest. Nur die Werte unterscheiden sich. Also zum Beispiel Armor ist, das ist jetzt auch ein super Beispiel hier. Ich habe einmal Vital Heoborian Boots of Sparks und Might Heoborian Boots of Life. Das sind beides Heoborian Boots und beide, also alle Heoborian Boots haben halt Armor drauf, Increased Movement Speed und Cold Resistance. Das sind quasi die fixen Werte. Wie hoch die ausfallen, das ist Zufall. Und generell kann man diese Werte auch nicht mit Crafting verändern. So. Dann, gut, was ist jetzt das, was jetzt als nächstes am besten? Die unteren Werte, die kann man auf die Items craften oder halt auch verstärken. Dafür braucht man dann halt wieder Shards, aber da kommen wir gleich noch zu. Dieses Forging Potential bedeutet im Prinzip, das ist das begrenzte Potenzial, was man hat, um wirklich zu craften. Wenn man kein Forging Potential mehr hat, kann man auch an dem Item nichts mehr craften. Dann ist vorbei. Gut, und der Wert, ich glaube, das waren 1 bis 18. Das ist halt auch zufällig. Gerade das Crafting in diesem Spiel ist in sehr vielen Teilen einfach sehr vom Zufall abhängig auch. Und wenn wir zum Beispiel mal hier die Schuhe reinpacken, dann haben wir hier oben, genau, Forging Potential. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte hier Stärke aufwerten, dann klicke ich hier drauf. Dann wird da hier die Shards reinpacken. Das sind jetzt, glaube ich, auch, genau, hier steht es ja auch, 1 bis 18. Das ist dann halt wirklich zufällig. Ich könnte hier im Prinzip, weiß ich nicht, 10-mal was craften oder halt nur einmal. Also das ist schon ziemlich krass. Gut, das wäre also das. Und der Seltenheitswert, soweit ich das bisher gesehen habe, hängt eigentlich nur davon ab, wie viele Werte auf dem Item sind. Also bei 2 Werten da unten ist es blau, bei 3 wird es schon gelb. Und wenn man das dann aufwertet, dann ändert es natürlich auch die Farbe. Gut, was hätten wir denn jetzt noch? Was wäre denn jetzt nochmal ein gutes Thema, was ich dazu sagen könnte? Es gibt halt dann diese Shards, die kann man dann einsammeln. Und die werden dann quasi hier verbraucht. Wir können das jetzt ja mal ganz kurz hier machen. Generell sind diese Items halt auch immer in Prefixes und Suffixes aufgeteilt. Vereinfacht gesagt bedeutet das hier diese Prefixes, die also quasi die oberen beiden Werte, sind immer eigentlich auch die, ich sag jetzt mal, starken Werte. Wie zum Beispiel, man kann damit dann den Schaden erhöhen. Wir können ja mal ganz kurz gucken hier. Das könnten wir hier alles als Prefix einsetzen. Zum Beispiel Critical Strike Avoidance, Dodge Rating und so weiter. Movement Speed kann da noch mit drauf. Das wären dann die. Und bei den Suffixes hier, Dodge Rating und so weiter, auch Resistenzen. Also ein paar Sachen überschneiden sich auch. Und ja, das war jetzt das Ganze im Groben dazu. Dann würde ich doch mal sagen, wir schauen uns ganz kurz erstmal jetzt hier die Shards an. Genau, die findet man im Laufe des Spiels, die kann man sammeln, die kann man dann quasi auch von Items bekommen. Ja, also im Prinzip ist es dann so. Ja, das waren ja schon die Grundzüge im Prinzip. Dass er bestimmte Menge an Shards braucht, um dann überhaupt das dann da drauf verzaubern zu können. Und das geht, das hier ist zum Beispiel T3.
Das geht bis maximal T5 hier. Also standardmäßig kann man das so bis T5 verzaubern. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube hier, genau, bei diesen Exalted Items gibt es dann auch T6 und teilweise T7. Aber die kann man dann, glaube ich, nicht da auf diese Werte noch erhöhen, sondern das sind halt diese Random-Werte, die da drauf sind. Gut, aber zurück zu den Schuhen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt hier die Stärke erhöhen, dann kann man das natürlich machen und der Wert schwankt dann quasi zwischen 1 und 18, was man dann an Forging Potential verliert. Dagegen gibt es Mittel, zumindest ein kleines, und zwar Glyph of Hope. Das heißt dann im Prinzip, man hat eine 25% Chance, dass man gar kein Forging Potential verbraucht. Wir machen das jetzt hier einfach mal. Einmal upgraden. Wir haben 2 Stärke bekommen, 8 Forging Potential verloren. Und das könnte auch gleich schon vorbei sein. Gut, das hätten wir. Dann können wir das nochmal machen. Und jetzt haben wir es komplett verbraucht. Haben wir das aber noch auf Tier 5 bekommen. Und haben jetzt plus 7 Stärke drauf. Gut. Und wenn wir Glück gehabt hätten, dann hätten wir das umsonst bekommen, aber hatten wir jetzt nicht. Und neben diesen Shards, einfach merken, Shards sind dazu da, dass man Materialien quasi die Ressourcen, um Items überhaupt aufwerten zu können. Weil ohne Shards für bestimmte Werte kann man diese Werte auch nicht aufwerten. Das sind die Shards. Dann haben wir hier die, was nehme ich denn jetzt als nächstes? Ich würde mal sagen, wenn ich hier schon bei den Glyphen bin, dann machen wir erstmal mit den Glyphen weiter. Das war jetzt klar, Glyph of Hope. Und dann haben wir hier noch Glyph of Chaos. Das ist zum Beispiel eine super Glyphe. Generell, diese Glyphen sind halt auch sehr speziell zum Teil oder sehr situationsabhängig. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwie ein Item haben mit, gute Frage, habe ich jetzt hier irgendwie sowas in der Richtung, was ich überhaupt nicht haben will? Keine Ahnung, das passt eigentlich hier. Throwing Attack Damage. Wenn ich jetzt das hier nehmen würde. Das nehmen wir raus, das packen wir da rein. Wenn ich das jetzt hier noch aufwerten könnte, hat kein Forging Potential mehr. Aber wir könnten dann zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen dann Glyph of Chaos, weil mit Throwing kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Dann würfelt er komplett den Wert durch sozusagen und wir haben einen anderen Wert drauf. Bekommen einen anderen Wert. Das könnte zum Beispiel, keine Ahnung sein, irgendwas, was dann noch mehr Schaden macht und bestimmte Schadensart, Lightning, Void-Schaden vielleicht, irgendwas, was da halt noch drauf passen würde. Das ist dann halt natürlich eine sehr nette Sache, wenn man noch Forging Potential hat, die anderen Werte möglichst hoch sind. Und dann kann man nochmal sagen, okay, ich habe da jetzt irgendwas, das Item ist super, ich habe da einen Wert drauf, der da überhaupt nicht drauf passt. Dann könnten wir dann halt mit Glyph of Chaos versuchen, da einen besseren Wert drauf zu bekommen oder überhaupt noch Statuswert, der dann auch was bringt, weil das ist komplett für mich nutzlos. Gut, das war dann die Glyphe. Dann nehmen wir mal, gucken wir nochmal eben, dann haben wir hier noch Glyph of Order. Das ist halt auch noch so eine Sache, da bin ich jetzt noch nicht so ganz hintergestiegen, weil im Prinzip, wenn man dann die Modifier aufwertet, verstärkt sich auch der Wert. Und das würde quasi bedeuten, der Wert wird nicht neu ausgewürfelt, sondern wenn man quasi, weiß ich nicht, irgendwas ist maximal 20% und man hat 20%, dann könnte das theoretisch wieder im Wert sinken oder niedriger sein. Dann könnte man jetzt sagen, okay, ich will aber diese 20% behalten, benutze dann die Glyphe und kann dann quasi die erstmal festtackern und das bleibt dann auch soweit. Ich glaube, so funktioniert das. Habe ich jetzt aber selbst auch noch nicht benutzt, weil ich bisher nichts hatte, wo ich gesagt hätte, okay, die würde ich jetzt dafür benutzen. Ja, steht ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wofür man das benutzen sollte, weil eigentlich werden die Werte ja immer erhöht oder gibt es Sachen, wo die nicht erhöht werden. Da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Gut, zum Schluss haben wir hier noch Glyph of Despair. Das wirkt sich zum Beispiel auch auf Legendaries aus. Das heißt, wenn wir... Also normal hat ja so ein Item maximal 4 Werte. Und mit Glyph of Despair können wir versuchen, Wert da quasi rauszunehmen oder zu versiegeln, besser gesagt, und dann quasi noch einen zusätzlichen Wert draufpacken. Dann hätten wir maximal 5 Werte. Das Problem ist daran, dass wenn man jetzt das zum Beispiel auf so einem Exalted-Item macht, dann kann man das Item, wenn da wirklich 5 Werte drauf sind, nicht mehr dazu benutzen, um Legendary herzustellen. Das geht nur mit komplett, also mit nicht versiegelten Items. Und nochmal ganz kurz, wo wir schon beim Thema Legendary sind, kann ich dazu auch nochmal kurz was sagen. Legendaries baut man im Prinzip, wenn man, ich kann mal ganz kurz gucken. Ich hatte ja hier auch was, aber das passt so noch nicht. Weil zum einen braucht man dann Unique für. Aber das Unique muss dann auch Legendary Potential haben. Habe ich hier, genau. Da habe ich ein Legendary Potential. Was diese Zahl genau bedeutet, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe bisher auch noch keins gecraftet. Aber ich meine, ich hätte die Werte von 1 bis 4 gesehen. Und im Prinzip funktioniert das dann so. Man braucht zum Beispiel dann, wenn man ein Unique-Schwert hat, so ein Exalted-Schwert. Das Unique-Schwert braucht dann, ja, Legendary Potential. Und man kann quasi die Werte dann auf das Unique packen und das Ganze verwandelt sich dann in Legendary. Und ich glaube, dieses plus 1 bis 4 bedeutet, wie viele von diesen Werten da unten mitgenommen werden. Kann das sein? Das wird jetzt auf jeden Fall für mich den meisten Sinn ergeben. Gut, das werde ich irgendwann nochmal ansprechen, wenn ich dann irgendwann mal in die Situation komme, sowas zu craften. Gut, das war kurz was zum Thema Legendaries. Um die dann craften zu können, muss man in den Dungeon. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen nicht. Den spielt man durch. Dann packt man da die Items rein und dann kriegt man am Ende das Legendary. Habe ich halt noch nicht gemacht, deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen. Das nur kurz zu den Legendaries. So, das hier hatten wir jetzt alles soweit durch. Und generell mit diesen Glyphen, man kann dann, einfach gesagt, man kann damit nochmal diese Items verändern, aber nicht unbedingt, ja doch, teilweise auch verstärken, wenn man auf einmal einen Wert bekommt, den man dann gebrauchen kann. Ja, aber generell zum Verstärken sind diese Shards da. Gut, das waren die Glyphen. Also kann man quasi die Items damit noch so ein bisschen beeinflussen, verändern, das Drumherum so ein bisschen zurechtrücken. Gut, dann haben wir hier noch Runen. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Die schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an. Rune of Shattering ist im Prinzip ganz einfach. Wenn ihr ein Item habt, da ist ein guter Wert drauf von irgendwas, was ihr gebrauchen könntet, beziehungsweise die Shards davon, dann könnt ihr das mit der Rune of Shattering einfach zerlegen. Das Problem daran ist, ihr könnt nicht auswählen, welche Shards ihr bekommt, sondern das ist halt immer zufällig, welche Shards ihr bekommt. Es könnte halt nämlich auch passieren, dass ihr das, was ihr haben wollt, überhaupt nicht bekommt, sondern den ganzen anderen Kram. Wie ich schon sagte, dieses ganze Crafting ist halt sowas von zufallsbasiert. So, das war relativ einfach. Rune of Refinement. Damit können wir sämtliche Werte, sämtliche Affixes auf dem Item quasi neu auswürfeln. Auf derselben Tierstufe habe ich jetzt auch noch nie benutzt. Wozu man das jetzt genau brauchen würde, das wären dann halt auch wieder Sachen für Werte, die man so... Nee, Moment, es bezieht sich halt auf die Prozentzahlen dann, ne? Dass man vielleicht höhere Prozentzahlen dadurch bekommt. Ja, das habe ich auch noch nie benutzt. Rune of Removal. Können wir einen Effekt entfernen. Und da können wir dann sagen, okay, wir wollen diesen Wert entfernen und bekommen dann auch die Shards entsprechend der Tierstufe zurück. Habe ich auch noch nie benutzt. Deswegen habe ich auch 188 davon. Rune of Discovery. Ist im Prinzip, wir kriegen zufälliges Affix drauf.
auf alle leeren FX-Slots. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir seltene FXs bekommen. Habe ich auch noch nie benutzt. Und das Gute ist halt auch, das kostet überhaupt gar kein Forging Potential. Sehe ich jetzt gerade. Also das wäre zum Beispiel, das könnte ich zum Beispiel bei diesen Schuhen mal benutzen. Wenn die denn noch Forging Potential hätten. Ja, dann haben wir hier Rune of Shaping. Damit kann man die Implicits neu auswürfeln. Was damit jetzt genau gemeint ist, ist halt die Frage. Also Implicits sind ja dann wieder die oberen Werte. Aber damit ist nur gemeint, die Prozentzahlen oder 30 Armor, dann 25 Armor oder 40 Armor und nicht generell das Armor, was anderes wird, glaube ich. Gut. Das war das. Und dann haben wir hier noch... Genau, das war das. Rune of Ascendance. Damit können wir ein Item in Unique oder Set-Item verwandeln. Von derselben Tier... Vom selben Tier. Ja, also im Prinzip, wenn wir dann einen Ring haben, können wir einen Silberring direkt in Unique oder einen Set-Ring verwandeln. Aber es verwandelt sich zum Beispiel nicht in einen Helm, genau. Habe ich auch noch nicht benutzt. Weil ich, das ist halt auch noch die Frage, so viel findet man davon halt auch nicht. Die sind halt schon echt selten. Und ist halt die Frage, wo man das dann am besten... Da müsste man halt diese... Das ist schwierig. Die Werte bleiben ja nicht. Wofür benutzt man das dann? Da müsste man quasi schon wissen, welches Unique man will und welche Standardwerte die dann haben und dann das passende umwandeln. Würde das funktionieren? Keine Ahnung. Gut, und Rune of Creation. Das ist auch sehr interessant, wobei so teilweise... frage ich mich dann auch, wofür man das wirklich braucht. Gut, wenn man zwei Einhandwaffen benutzt und hat eine super Einhandwaffe, die komplett fertig ist, so gut wie, wo man nichts mehr verbessern kann und man will dann zwei davon haben, kann man die duplizieren. Man verliert dann aber das gesamte Forging Potential auf beiden Sachen, auf dem Original und der Kopie. Oder es wird sich vielleicht für einen Zweitcharakter anbieten, wenn man irgendwie eine Waffe kopieren will. Aber davon habe ich jetzt bisher auch irgendwie erst eine gefunden. Und ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 80 Stunden oder so gespielt. Also es ist alles ein bisschen seltener. Gut, das war soweit die Sache zum Crafting. Teilweise ist das so ein bisschen... Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das ist halt... Dieser Zufallsfaktor ist teilweise halt echt so eine Sache. Wenn es klappt, ist es super, aber wenn es nicht klappt, dann kann man halt echt ganz schön nette Items dann komplett, sind dann komplett für die Tonne. Ja, muss man halt auf jeden Fall mögen. Gut, jetzt nochmal was anderes neben dem Crafting, weil das ist ja immer noch eigentlich hier ein Let's Play. Was ich letztes Mal gesagt hatte, ich glaube letztes Mal oder vorletztes Mal war das, die Sache mit den Uniques, weil ich ja immer noch die Schuhe suche. Und jetzt kommt super, das super Tolle daran. Erst hatte ich irgendwie mehrere Timelines dann auch quasi neu ausgewürfelt, wo ich überhaupt keine Schuhe gefunden habe. Jetzt finde ich überall Schuhe. Habe ich diese Schuhechos, Bootechos, wie auch immer. Und jetzt kriege ich immer Freezing irgendwas und Cold und überhaupt, aber nicht die, die ich haben will. Das nur kurz bei, aber das wollte ich jetzt auch gar nicht sagen, sondern... ja, was wollte ich jetzt sagen? Gute Frage. Genau, die Uniques. Es ist halt... Ich hatte ja auch danach geguckt, wo ich so ein bisschen Items finden kann, die so ein bisschen dann zu der Klasse hier passen, die ich spielen will, was da am besten zu passt. Und es gibt halt Uniques, wie zum Beispiel hier Spirits of Fire. Da droppen auch viele Boots generell, soweit ich das bisher gesehen habe. Die kann man dann als Echo-Belohnung bekommen bei Set und Unique Boots.
Und die haben, glaube ich, dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Oder es gibt dann einen bestimmten Pool, wo dann die dann da droppen können. Aber es besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man genau diese Schuhe auch theoretisch so findet. Irgendwo. Bloß die Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass das halt viel mehr Items sind, ist halt so gering. Aber das wollte ich nochmal sagen. Ich hatte nämlich erst gesagt, man würde die dann halt nur in der Zeitlinie finden. Aber ich glaube, soweit ich das verstanden habe, kann man die dann theoretisch auch überall finden. Die einzigen Unique Items, die man nicht überall finden kann, sind halt die Boss-Uniques. Weil die droppen dann nur beim Boss. Wie das bei den Dungeons ist, ist eine gute Frage. Aber wenn das bei den Bossen so ist, würde ich fast darauf tippen, dass das bei den Dungeons auch so ist. Gut, dann war das jetzt nochmal ein kleines Video zum Thema Crafting. Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen verständlich erklärt. Wenn da noch eine Frage sein sollte, wenn ich irgendwas nicht angesprochen habe, weil ich habe das hier quasi aus dem Stand heraus gemacht, dann könnt ihr mir ja einen Kommentar da lassen und mal nachfragen. Ich weiß halt auch noch nicht alles. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich nie alles wissen. Aber wenn ich da irgendwie helfen kann, dann tue ich das auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.